Über 500 Inline-Skater gingen heute Morgen auf die Marathonstrecke und einer der Favoriten auf dem bayerischen Titel, Stefan Matthey, hier mit Sonnenbrille aus Zusmarshausen. Bei den Damen Katja Ulbrich aus Bayreuth. 8.50 Uhr. Da steht er, der Forchheimer Bürgermeister Franz Stumpf schickte das Feld auf die 42 Kilometer mitten hinein in die wunderschöne fränkische Schweiz. Nach 2 Kilometern bei den Damen an der Spitze Katharina Rumpus aus Heilbronn, in der Spitzengruppe auch Katja Ulbrich. Dann die Männer, die 5 Minuten später gestartet waren und da wird bereits mächtig Tempo gemacht. Am Ende war es ein 9er 30er Schnitt. Ganz schön schnell. Übrigens Windschattenfahren beim Inlineskaten erlaubt. Hier die Spitzengruppe. Hier der Mann mit der Sonnenbrille, der Stefan Matthey. Und hier das Walberla, eines der Wahrzeichen der Fränkischen Schweiz. Und hier Martini-Gänse. Ruhig, als ob die ihr Ende ahnen. Oder interessiert sie Inlineskaten gar nicht? Bei Kilometer 16 in Ebermannstadt. Die Bayreutherin Katja Ulbrich allein unterwegs der Konkurrenz davongefahren. Die Hälfte der Strecke war geschafft, Burgruine Neideck mit Nebelschwaden, romantisch, aber unten im Wiesental, da ging's unromantisch zu, da wurde gekämpft, geschwitzt, weiter mächtig Tempo gemacht. Am Wendepunkt Sachsenmühle, da war's zünftig, der Musikverein Göss war star, hat gespielt, das Engeler hat dirigiert, der Arne hat ein Bratwurst probiert und der andere, der hat schon gegessen gehabt. Und Etzeler, schau, Opa, schau halt hier, die führenden Damen, guck mal da, die Katja Ulbrich und Katharina Rumpus. Zieleinlauf der Herren nach 1 Stunde 9 Minuten und 39 Sekunden. Erster Felix Rhein in Darmstadt, vor Pascal Ramali Mörfeld in Waldorf. Dritter Stefan Rumpus Heilbronn und bayerischer Meister Stefan Matthey aus Zusmarshausen. Tja, und bei den Damen, bayerische Meisterin Katja Ulbrich von der TS Bayreuth, die zusammen mit Katharina Rumpus aus Heilbronn in 1 Stunde 20 über die Ziellinie fuhr. Hat man denn eigentlich bei so einem schweren Rennen überhaupt einen Blick für die fränkische Landschaft? Nee, hat man nicht. Also man muss sich so aufs Rennen konzentrieren und auf seine Gegner, dass man eigentlich gar keine Zeit hat, die schöne Landschaft anzugucken. Na, das ist aber schade. Der 10. Fränkische Schweiz-Marathon, wieder eine tolle, farbige Veranstaltung. Du, das gefällt fein dem Franken, ne? Na, wegen der Landschaft. Verstehen das schon, ne?